So, ich hatte den letzten Teil nicht komplett übersprungen, sondern ich habe einfach sofort weitergemacht. Ja. Also einfach nur geladen und dann wieder Aufnahme gedrückt. Jetzt gehe ich hier näher ran. Schau mir das Ergebnis erstmal an. Auf der einen Seite sieht alles wieder in Ordnung aus. Naja, die eine Delle ist halt noch drin. Und der Bug ist halt in dem Sinne nicht wirklich verschwunden. Also der Grafikfehler ist verschwunden, ja, aber ich hatte ja gehofft, dass diese komische Ecke dort verschwindet und die ist nicht verschwunden. Also, Gelände planieren. Und jetzt ist kurz gesprungen. Das liegt aber hauptsächlich an dem Aufnahmetool jetzt, dieser Sprung. Ja, und zwar versuche ich jetzt einfach auf der anderen Seite auch nochmal so eine Ecke reinzubauen. Weil ich auf der einen Seite das überhaupt nicht hingekriegt habe, mache ich das halt auf der anderen. Ganz vorsichtig rein mit dem Geländeplanieren-Tool. Ja, das hat noch nicht ganz funktioniert. So. Man sieht richtig, sobald sich das Gelände ein bisschen verändert, da habe ich halt dann die Maustaste gedrückt. So, jetzt habe ich jetzt wieder so einen Grafikfehler drin, aber der Grafikfehler, da wissen wir halt, das ist jetzt nur der Fehler im System und nicht im Spiel selber gewesen. Ja, es lässt sich blöd ausdrücken. Es ist ja trotzdem ein Fehler. Aber wenigstens haben wir jetzt auf beiden Seiten so eine Ecke drin. Ja. Nochmal gucken auf der anderen Seite. Ja, vergleichen. Ist jetzt nicht die optimale Lösung, eigentlich immer noch. Aber ich habe da einfach keine Lust mehr gehabt, da näher dran rumzubauen. Ja, außerdem hat mich ja vorhin aufgeregt, das hatte ich ja auch öfters mal erzählt. Die Mauer hing ja so ein bisschen in der Luft und das sieht man jetzt überhaupt nicht mehr, sondern das ist jetzt ein schöner Abstand. So, als nächstes möchte ich diesen anderen Steinzaun auch hier anwenden und zwar halt an diese Mauer dran setzen. So, hier probiere ich erstmal ein bisschen aus, wie sich dieser Zaun überhaupt verhält, wenn man halt im Kästchenmodus arbeitet. Ja, ich gucke, ob ich den so an die Mauer dran setzen kann, ob das gut aussieht mit dem kleinen Pfosten da. Und dann habe ich versucht, den zu drehen. Ja. Durch das einfache Herumdrehen von Parametern, also herumspielen an den Parametern, funktioniert das nicht so ganz. Also versuche ich den so zu drehen. Ja, und das ist das Problem, was ich vorhin schon hatte. Das lässt sich nicht so wirklich perfekt einrasten da. Zumindest habe ich nicht das Gefühl, also beim besten Willen nicht das Gefühl, dass das exakt so entlang der Linie ist. Ja. Ich entferne das Ding einfach mal und gucke auf der anderen Seite nach. Denn da ist ja der Posten dann in der richtigen Richtung. Ja, das sieht halt ein bisschen schräg aus. Ich versuche das noch so ein bisschen nachzukorrigieren. Ja, etwas besser. Und jetzt ran an die Mauer, bis das ungefähr passt. Naja, fast. Und zwar nehme ich dann diesen einfachen Zaun. So, und wenn ich den jetzt so drehe, da sieht man ja. Das unterscheidet sich gegenüber dem Zaun, den ich halt so nachträglich bearbeitet habe. Aber das lasse ich dann einfach auch so sein. Den Zaun ziehe ich noch ein bisschen so in die Mauer hinein, dass nichts da so hervorguckt. So, da guckt noch was hervor, da jetzt nicht mehr. Und das Stückchen, was so die Zäune sich jetzt überlappen, das lasse ich einfach so. Ja, gucke ich nochmal so die Y-Position an, weil da steckt ja noch ein bisschen Mauer im Stein, sag ich mal. Also, nein, also es steckt noch ein bisschen Mauer im Gelände fest. Da ist ja unten noch so ein Strich, den würde man sonst nur so halb sehen und ab und zu nicht. Ja, gefällt mir jetzt in dem Moment nicht, wo ich das gerade gemacht habe, deswegen wird das noch ein bisschen erhöht auf einen schönen runden Wert. Da sollte das gehen. Und jetzt, warum auch immer,
beim losen Herumdrehen funktioniert das jetzt gerade ein bisschen besser. Und da oben funktioniert es nicht mehr ganz so gut, doch jetzt hat es funktioniert. Ich habe jetzt gerade beim Bearbeiten der Videos gemerkt, dass das furchtbar, furchtbar anstrengend ist. Also die Arbeitsersparnis, die ich mir erhofft habe, dadurch, dass ich jetzt einfach das Video selber mache und dann nachträglich vertone, die ist überhaupt nicht vorhanden. Ich muss trotzdem ewig herumprobieren, um wieder das Rauschen herauszuschneiden, auch wenn das jetzt wesentlich angenehmer geht. Und ich hatte dann auch entdeckt, das wusste ich eigentlich schon vorher, ich bearbeite die Videos dann nachträglich mit, ja, also hier habe ich, also ich habe ja eigentlich mit Magic Music Maker angefangen, meine Videos zu bearbeiten, damit der Ton etwas besser wird. Und dann habe ich halt angefangen, da ein bisschen an Rauschen rumzuspielen und bla bla bla. Ich erzähl mal kurz weiter, was ich hier gemacht habe. Und zwar habe ich ja immer noch diese Ecke, dass die Ecke nicht wirklich weggeht, das habt ihr ja vorhin in dem Video schon gesehen. Lang und deutlich. Und deswegen versuche ich jetzt hier so einen Pfosten reinzusetzen und damit die ganze Ecke zu kaschieren, dass das halt nicht so geht. Da gucke ich mal, ob ich unter diesem einfachen Zaun, da diese Säule habe ich ja eh schon, ob ich die einfach so verwenden kann, aufeinander bauen kann. Ich probiere mich einfach hier ein bisschen aus. Ja, ich kann ja schon mal verraten, ich werde es nicht schaffen, beim besten Willen nicht. Und dann habe ich auch sehr schnell keine Lust mehr und beschließe, ach was soll's, probieren wir nochmal die Ecke auszuglätten oder auszuplanieren. So, und jetzt nochmal zu dem anderen Thema, was ich vorhin erzählt habe. Beim Magic Music Maker ist ja auch ein Programm dabei, wo ich Wave-Dateien bearbeiten kann. Eigentlich hätte ich das ja nutzen können, aber das war mir irgendwie zu kompliziert. Und die Optionen, um Rauschen rauszuschneiden, sind auch nicht so optimal. Gibt es jetzt bestimmt ein paar Leute, die sagen, ach hier, du hast keine Ahnung und so weiter. Ja, stimmt. Wenn ich Ahnung hätte, würde ich das ewige Rumprobieren am Sound nicht machen, sondern ich hätte es schon viel eher geschafft. Ja, jetzt probiere ich hier noch ein bisschen am Glätten rum, am Planieren. Ich habe die blöde Ecke rausgekriegt, dafür habe ich jetzt eine neue Ecke reingekriegt, die total bescheuert aussieht. Und jetzt habe ich es geschafft. Ich traue mich gar nicht, den Mauszeiger loszulassen, aber es ist weg. Juhu, ich freue mich. Ja, also jetzt nochmal zum anderen Thema, ganz ganz kurz. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man das voll ausschöpft, das Wave-Bearbeiten-Tool im Music Maker. Deswegen habe ich mir das andere runtergeladen. Das hat zwar, sagen wir es mal so, wenn ich die Dateien bearbeitet habe, dann klingen die jetzt nicht so optimal, wie das meine ersten Versuche bei dem anderen waren, aber dafür ist es wesentlich einfacher und angenehmer zu bedienen. Wenn man Ahnung hätte, könnte man das andere bestimmt auch schnell machen. So, wie ihr jetzt seht, habe ich jetzt einfach angefangen, diese großen Zäune so generalstabsmäßig lang zu legen, die ganze Küste lang oder halt diesen Abschnitt. Ja. Hier überlege ich mir noch, ob das so bleibt. Ja. Und ich bin fertig. Fertig mit dieser komischen Kurve, fertig mit dem oberen Abschnitt. So, jetzt kann ich mir die nächste Sisyphus-Arbeit aussuchen. So, hier überlege ich mir noch, ob ich da unten auch so einen Zaun hinsetze. Wäre ja keine schlechte Idee. So, jetzt kommt die nächste Sisyphus-Arbeit, die ich gerade gesagt habe. Und zwar will ich das ganze Gelände noch ein bisschen weiter rausstrecken. Einfach damit ich einen etwas längeren Steg habe. So. Wieder das Gelände-Planieren-Tool mit einem etwas größeren Kreis. Ja, 6 geht. Das sollte ungefähr die Breite der Straße sein. Ich gucke einfach mal, ob das wirklich so die Breite der Straße ist. Und dann merke ich schon bei meinen ersten Gehversuchen hier, das ist total ungenau. Und ich habe hier eine komische Ecke drin, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Da gehe ich jetzt einfach mit einem kleineren Kreis rein. Naja, die Ergebnisse sind durchwachsen, aber der Dreierkreis, der bringt's jetzt. Zumindest glaube ich das.